Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Draw-Me-Video für euch. Ich weiß, dass ihr diese Videos immer am allerliebsten mögt und ich mag sie auch gerne, deswegen gibt es heute mal wieder ein Draw-Me-Video. Aber diesmal zum Thema Herbst. Und zwar habe ich mir die herbstlichsten Seiten rausgesucht, die es in diesem Buch gibt. Und habe dann erstmal Zettel gezogen für die erste Seite. Das war die Seite Keep Going, Keep Going. Und da habe ich Verregnet oder Rainy gezogen. Das habe ich dann auch ganz schnell noch aufgeklebt. Und zack, da war es auch schon aufgeklebt. Und dann habe ich angefangen. Ich habe mich dazu entschieden, mit meinen Brush Pens mal wieder was zu machen. Und damit habe ich dann erstmal die ganzen dick gedruckten Buchstaben ausgemalt und die dünn gedruckten Buchstaben nachgemalt. Eigentlich hatte ich mir überlegt, so was richtig Cooles zu machen, was richtig zu diesem Spruch passt und zum Beispiel eine Blume zu machen für Keep Growing oder so, eine traurige Blume und dann regnet's und dann wächst sie. Aber irgendwie habe ich das nicht hinbekommen und habe dann aus Versehen da unten gleich eine Pfütze hingemalt und dann konnte ich keine Blume mehr hinmalen, weil ich irgendwie vergessen hatte, dass man über Filzstifte nicht rübermalen kann mit anderen Filzstiften. Ich habe wohl in letzter Zeit zu viel mit Gouache und Acryl gearbeitet. So, und dann habe ich mir auch schon meinen weißen Gelstift geschnappt und habe damit schon mal ein paar Highlights reingetan. Ich liebe diese Highlights und den Gelstift mag ich übrigens auch sehr gerne. Ich hatte schon mal ein Unboxing davon gedreht. Ja, vielleicht lade ich das irgendwann noch hoch. Ich weiß aber noch nicht, in welchem Video ich das und in welchem Zusammenhang ich das hochladen soll. Deswegen, ja, wartet da noch ein wenig ab. Oh, Highlights machen immer so viel aus. Ich liebe Highlights einfach. Und dann habe ich mir wieder meinen grauen Stift geschnappt, der irgendwie eher so grünlich-grau war. Und habe dann ein paar Regentropfen gemalt. Und wie gesagt, unten auch eine Pfütze, wo gerade ein Regentropfen reinfällt. Ja. Ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht so kreativ, aber die Seite gefällt mir am Ende sogar relativ gut. Also warum nicht? Übrigens, Leute, ich war echt überrascht, wie viele herbstliche Begriffe ich dieses Mal gezogen habe. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann meinen schwarzen Fineliner geschnappt und habe damit alles umrandet. Bei manchen Regentropfen habe ich leider ein bisschen verkackt und ich habe sie dann nicht so richtig umrandet bekommen. Das regt mich gerade irgendwie richtig auf. Und dann habe ich auch noch die Buchstaben umrandet und dann auch in die Regentropfen und in die Pfütze nochmal ein paar Highlights gesetzt. Und dann war ich fertig mit dieser Seite und sie gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Übrigens könnt ihr mir auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Seiten in die Kommentare schreiben. Das würde mich unfassbar freuen, ja, wie ihr die Seiten findet und ob ihr auch das Draw-Me habt und schon ein paar Seiten darin gemacht habt. Übrigens habe ich schon sehr viele weitere Draw-Me-Videos gemacht. Und die verlinke ich euch auch alle mal auf dem i. Da habe ich eine richtige Playlist, auch mit ein paar Blabla-Journal-Videos, aber da habe ich leider noch nicht so viele. Machen wir weiter mit der nächsten Seite. Und zwar ist das dieser Kürbis, der ist direkt gegenüber. Ich finde diese Seite einfach super herbstlich. Und dann habe ich auch noch Natalie oder wie eine Nuss gezogen. Ja, das passt natürlich super zum Herbst. Ich habe erstmal überlegt, was ich da machen soll. Ich habe mir letztendlich aber überlegt, dass ich den Kürbis einfach zu einer Nuss verwandle. Ja, das ist die schwächste Seite meiner Meinung nach. Aber gut, vielleicht könnt ihr ja jetzt schon erkennen oder später, was ich für eine Nuss da gemacht habe. Die Auflösung gibt's, bei der nächsten Seite. Und ja, dafür habe ich mir meine Himmigouache-Farm geschnappt, die ich mittlerweile gar nicht mehr so dolle mag wie früher. Früher mochte ich die ja richtig, richtig gerne. Und ja. Hier einen kleinen Zeitraffer. Ich finde sowas immer so witzig zu sehen, wie ich sowas male.
Ich habe meiner Meinung nach etwas zu viele Farben benutzt und hatte auch ein bisschen wenig Geduld, denn ich hatte tatsächlich ein bisschen Zeitdruck. Ich habe an dem Tag, wo ich dieses Video gedreht habe, noch zwei weitere Videos gedreht und da hatte ich leider nicht so viel Zeit. Aber gut, das ist die erste Doppelseite. Es kommt gleich noch eine zweite Doppelseite, aber die gefällt mir schon richtig gut. Und ja, die Nuss ist eine Walnuss. Na, wer hat's richtig erraten? Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Seite. Und zwar ziehe ich ein Schild für das Eichhörnchen. Und zwar wie eine Galaxie oder Galaxy. Ja. Diese Seite hätte so schön werden können, hätte ich mich einfach an meine eigenen Tipps gehalten und hätte nicht wieder Aquarell genommen, denn das habe ich schon mal gemacht und ich habe es letzte Mal auch schon bereut. Und zwar habe ich erstmal mit meinem Masking-Marker in das Eichhörnchen ein paar Punkte reingemacht und auch die Punkte so ein bisschen miteinander verbunden, damit es so Sterne werden. Und da habe ich meine Aquarellfarben geschnappt und so lila, magenta und blau da reingemacht. Dieses Papier hält das Ganze natürlich nicht aus, weshalb die Nass-Nass-Technik da auch nicht funktioniert hat, denn es ist ja kein Aquarellpapier und das kann ich dem Papier auch wirklich nicht verübeln, zumal ich das ja schon mal ausprobiert habe und es schon mal nicht funktioniert hat, aber ich habe mir das irgendwie so cool vorgestellt, deswegen habe ich es einfach trotzdem gemacht. Ja. So sah das nass aus. Wie ihr seht, haben sich sehr, sehr viele Pfützen gebildet. Die habe ich dann auch mit einem Taschentuch noch ein bisschen ausgetupft. Und ja. Dann habe ich den Masking-Marker auch schon abgerubbelt. Auch das hat nicht so gut funktioniert, weil ich dann das Papier mit abgerubbelt habe. Oh Leute, diese Seite hätte so schön werden können, aber am Ende gefällt sie mir eigentlich trotzdem ganz gut, weil ich es dann doch irgendwie hinbekommen habe. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Seite gefällt. Dann habe ich mir noch einen Fineliner geschnappt, um die Outlines vom Eichhörnchen nochmal nachzuziehen, dass man das Ganze auch erkennt. Und dann war ich fertig mit dieser Seite. Okay, die Seite ist jetzt fertig. Nicht meine stärkste Seite, aber das liegt wahrscheinlich absolut daran, dass ich so dumm war und Aquarell genommen habe, obwohl ich weiß, dass Aquarell hier drin nicht gut funktioniert. Ja. Ich habe scheinbar nicht aus meinen Fehlern gelernt. Weiter geht's mit der nächsten Seite. Und hier werde ich mit Filzstiften arbeiten. Ja, Slimy. Ich würde super gerne orangenen Slime machen, aber ich denke, dann würde man das nicht so gut als Slime erkennen. Deswegen mache ich jetzt ganz normalen grünen Slime. Bevor ich jetzt hiermit weitermache, werde ich hier noch überall so ein paar komische Formen hinmalen, dass wir am Ende auch so ein paar Kleckse. Ist jetzt nicht so kreativ geworden. Ich denke, das ist in Ordnung.
kommen nämlich gleich noch ein paar kreativere Seiten. So. Und jetzt werde ich immer am unteren Teil der Buchstaben was hier hinmalen und so. Aber natürlich nur so, dass man die Buchstaben trotzdem noch erkennt. So, das sieht doch schon echt slimy aus. Und jetzt werde ich mal ein paar Schatten-Highlights mitmachen. Die richtigen Schatten- und Highlights kommen aber noch. Also, bin gespannt. Sieht doch eigentlich schon ganz cool aus, oder? Jetzt umrande ich das Ganze noch mit Fineliner und dann mache ich noch ein paar Highlights mit meinem weißen Gelstift. So, das ist jetzt das fertige Bild. Sieht doch super slimy aus, oder? Ich finde es auf jeden Fall eklig. Aber gut, die beiden Seiten passen nicht zusammen. Aber das ist egal, wir haben zwei tolle neue Seiten. Aber gut, Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.